Liebe Freunde, ich möchte euch auf diesem Weg ganz besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Wenn man das Jahr so Revue passieren lässt, dann kann man sagen, es hat sich sehr viel getan. Es hat sich sehr viel verändert. Damit meine ich jetzt nicht nur die politischen Dinge und die Welt im Außen, sondern besonders die im Innen. Jeder von uns spürt diese Veränderung in einem. Jeder von uns spürt, dass wir uns selbst verändern, dass wir unsere Persönlichkeit verändern, dass wir unser Bewusstsein verändern und dass wir beginnen, die Dinge immer mehr und mehr anders wahrzunehmen. Und ich denke, dass genau nächstes Jahr, 2016, eines der, wenn nicht das wichtigste Jahr in unserer Geschichte sein wird. Oder zumindest in meinem persönlichen Leben. Weil ich sehe, dass das vermeintlich Negative in der Welt mehr und mehr zunimmt. Die Stimmung wird hektischer, es wird unruhiger und noch mehr Konflikte und noch mehr Korruption und noch mehr Krieg und so weiter, noch mehr Überwachung. Aber ich sehe auch die positive Sicht der Dinge. Und ich sehe Menschen wie du und ich, die mehr und mehr zurück zu sich selbst finden, die genau wissen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und ich glaube, dass nächstes Jahr das Wort der Verantwortung sein wird, der Selbstverantwortung. Ich glaube, dass nächstes Jahr die Menschen mehr und mehr in die Selbstverantwortung gehen werden, ihre Stimme aussprechen, ihre Gedanken aussprechen und ihr Gefühl bzw. das, was sie sind, das Gefühl, Ausdruck zu verleihen. Und das kann verschiedene Formen annehmen, sei es ein Video, sei es ein Text, sei es ein Bild, sei es in der Art und Weise, wie wir mit Leuten kommunizieren. Und ich glaube, dass dieses innere Gefühl uns letztendlich vereinen wird und uns zu einer wirklich, wirklich schönen, harmonischen Zeit kommen lassen wird. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Ich freue mich drauf, weil ich wirklich erkenne und schon viele Dinge sehe, wie die Welt sein kann nächstes Jahr. Und da ist nicht nur Dunkelheit und Schatten, sondern da ist sehr viel Licht und da ist sehr viel Liebe. Und ich sehe es an dir und ich sehe es an den Leuten, die sich für diese Themen interessieren und die auch quasi dieses Gute im Menschen auch weitertragen und anderen Leuten helfen und so weiter. Ich freue mich wirklich drauf, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass wir diese Welt nach unseren Träumen gestalten werden. Nach unseren Träumen, sofern wir grenzenlos denken und uns das zutrauen. Und in dem Sinne kann ich euch nur wünschen, bleibt bei euch, bleibt wie immer in eurer Mitte, gebt die Hoffnung niemals auf, wenn es hektisch wird, gerade in diesen weihnachtlichen Zeiten, da sind meistens Familientreffen und so weiter, und versucht euch mal ein wenig von diesen Mustern abzukoppeln. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Familienzusammentreffen und so vielleicht auch mit Schwiegereltern und so weiter oft nicht einfach sind, aber versucht das Ganze mal als Spiegel zu betrachten. Und nicht gleich so zu reagieren, wie ihr bis jetzt immer reagiert habt. Versucht euch mal selbst ein wenig zurückzunehmen und mehr für die anderen da zu sein. Und ich glaube, das ist auch die Urbotschaft von Weihnachten. Ich meine, mittlerweile ist es ja schon so kommerziell, dass die Leute im Kaufrausch einfach den Konsumzwang stillen, der ihnen oft indoktriniert wurde. Aber ich glaube, es geht einfach darum, dass wir füreinander da sind, dass wir füreinander zuhören und uns gegenseitig den Raum geben. Und das ist für mich zumindest Weihnachten. Das ist für mich Weihnachten. Und ich wünsche euch wirklich von Herzen, dass ihr sehr schöne, besinnliche Tage habt. Vielleicht mal ein wenig in die Ruhe geht, sich zu besinnen. Das liegt ja schon im Wort. Und in dem Sinn, alles Liebe. Ich danke für eure Unterstützung. Ich freue mich irrsinnig aufs nächste Jahr. Vielleicht kommt nächste Woche noch ein Video, das kann ich euch nicht versprechen. Ich kann nur sagen, herzlichen Dank, dass es dich gibt, herzlichen Dank, dass ihr das Interesse zeigt, und ich weiß, und da verbläst mich langsam der Wind, ich weiß, dass wir das nächste Jahr revolutionieren werden. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt am Ball, schöne Feiertage, auch wenn es vielleicht sonnige Feiertage sind, und wir hören uns bis bald. Danke, ciao. Wake up inside. And free your mind. Inspired by the me and the you. Truth. Information. Connect the dots. Big picture. Conscious. Tom who knows.